Herr Wiedler. Macht dit. Seit wann stehe ich mit Dennis im Krieg? Das wüsste ich aber. Hä? Du stehst mit mir im Krieg? Oh, das ist nicht gut. Oh. Ich kann dir auch gerne den Krieg erklären. Aber du hast kein Öl, das lohnt sich nicht. Hm, ich könnte Vladi platt machen. Nö, das denke ich eher nicht. Wenn du dir aber schon mal die Grenze anguckst, die zu Dennis ragt, dann würde ich nicht wagen, dahin zu gehen. Nein, sagen wir mal, Dennis tut mir nichts. Also auf Dennis kannst du nicht bauen. Und jetzt nehme ich diesen Vorschlag an, Dennis. Und jetzt kann Dennis mich nicht mehr, Phoenix nicht mehr angreifen. Kann ich immer noch angreifen? Ah, Mücke! So, die Mücke hat dich auch angegriffen. Willst du dich immer noch angreifen, Phoenix? Warum? Ich habe ein Verteidigungsbündnis mit Deutschland. Das habe ich auch. Hä? Stimmt das? Ich guck mal kurz nach. Handelsverlauf? Nee, Weltpolitik. Oh. Amerika. Nee, eure Beziehungen. Ach so. Forschungsabkommen, strategische offene Grenze, still, oder gibt's es? Hä? Nee. Keine Ahnung. Ich glaube, unser Verteidigungsbündnis ist abgelaufen. Kurz einmal. Ja, nein, Bündnis besteht bereits. Ach so, na dann. Ja, scheiße, dann kannst du mich nämlich auch nicht angreifen, wenn ich... Dann würde ich mal gerne wissen, was passiert. Komm, Pladi, erklär mal den Krieg. Nee, deine Truppen werden ja nicht automatisch... Okay, Dennis, ist das okay? Hm? Was mir alles? Ich hab was gemacht. Und keine Sorge, ich bin nicht. Okay. Ich hab keine Sorge, es ist mir völlig. Guck fertig. Einfach nach oben, Dennis. Oben. Ja, ich hab schon gesehen. Ah, okay, okay. Ich muss jetzt noch ein paar Vorbereitungen treffen. Okay. Ah, verdammt, nein, ich muss nicht den Daumen. Was habt ihr jetzt vor? Nee? Ich kenne euch doch. Kannst mir nicht erzählen, dass ihr nichts vorab. Oh, ich erscheine einen neuen Glanz. So. Was sollten wir denn machen? Ich habe mit Dennis gesprochen, nicht mit dir. Ich habe überbelichtet. Ich bin überbelichtet. Ich habe keine Angst. Nicht bei dir. Das habe ich noch richtig gesehen. Der krabbelt eine Spinne an der Wand lang. Jetzt Spinnen. Sie will dir Hallo sagen. Hallo, Pladi. Ah, erwischt. Aber noch vier Runden bis nächste. Oh. In vier Runden kann ich alles, was ich habe, verdoppeln. Doch. Aber dann habe ich statt einer Kohle zwei. Oh, das riecht so geil. Lecker, die Nudeln. Schlecker. Like jetzt. Das schmeckt, das riecht wirklich saugeil. So, ihr Homo, dann mach mal nächste Runde hier. Ist das okay, Dennis? Ja, klar. Oh, jetzt habe ich da gerade... Stimmt, Siedler wollte ich auch noch machen. Was kann ich dir gleich Frankfurt machen? Oder was, oder wer, oder warum überhaupt? Nein, ich habe bei Siedler gemacht und habe gesagt, dass ich nach da gehe. Dann habe ich gefragt, Dennis, ist in Ordnung. Er hat gesagt, ja, na klar. Hey, Mensch, was? Oh, nur meine... Genua steht mit Kathmandu im Streit, okay. Scheiß auf Genua. Okay. Auch wenn es eine italienische Stadt ist, also, das interessiert niemanden. So, Siedler, drei Runden nur. Cool, dass man für so wenig Nein, Geld so richtig Ladi, kaufen ich kann. Mich... Oh, er hat mir den oh. Krieg erklärt. Er hat mir den Krieg erklärt. Dies bedeutet Krieg, Amerika. Dies bedeutet Krieg. Moment mal, wen Alter, hat... mir denn jetzt alles den Krieg erklärt? Laser, Kathmandu, Deutschland sowieso, Genf. Aber Deutschland kann mir den Krieg eigentlich erklären, weil wir ein Verteidigungsbündnis haben. Das ist gerade eben abgelaufen.
Ja, und weil du mich angreifst, verläuft das bei dir weg und kommt zu mir, weil du mich hier angreifst, verstehst du? Du bist der Angreifer. Ich merke das schon. Also kann er dich ja nicht verteidigen, wenn er mit mir in Verteidigung ist. Also herrscht jetzt Krieg. Es tut mir leid, meine Herren. Ich würde es ein bisschen dramatischer gestalten. Ja, okay, für 10 Runden kann ich machen. Für 10 Runden. Ach, habt ihr jetzt schon wieder Frieden Ja, weil ich mich verklickt habe. Ich wollte eigentlich offene Grenzen machen, aber ich bin verklickt. Dachte ich, jetzt wird spannend. Das ist auch so spannend, ey. Oh, wie der schon so gereizt klingt, seine Stimme. Ja, sagen wir mal, ich bin leicht gereizt. Aber nur minimal. Ach so, alles klar. Na, jetzt fickt euch. Ich muss mich auch noch vorbereiten. Ich nehme jetzt sowieso nicht mehr lange auf. Ich nehme jetzt vielleicht noch 10 Minuten auf oder so und dann muss ich auch die Aufnahme beenden, weil ich dann noch was anderes aufnehmen muss. Bei meinem TS bleiben ist ja kein Problem. Lala, Mama! Ich hab in der nächsten Runde. Pissy Face. Oh Mann, Alter. So peinlich, wenn ich die Facecam wegschneide, ey. Facecam doch draußen lasse. Das ist jetzt. Ich find's echt gut, dass ich jetzt mit so vielen Stadtstaaten Verbündnisse habe. Also, ja, mit 3. Au. Oh, verdammt. Ich frage mich gerade, wo ich die Facecam am besten hinpacke, ob die hier unten packe oder da oben. Ich glaube, ich pack die unten links. So, Dennis, du kannst jetzt dich mal aus meinem Gebiet verpissen. Hau mal ab da. Das mach ich ja. Das war nur wegen kurz Krieg, dann musste ich mir ja meine Einheiten und so weiter. Ja, es dauert aber lange, bis du da runter bist. Das ist ja nicht so, als wäre das ja etwas Disco. Action Cam. Oh, der Vladi, jetzt mach hinne. Ja, Vladi, mach hinne. Krieg! Multi. Das bedeutet. Sag mal, Vladi, wie viel Gelände willst du bei mir eigentlich noch kaufen? Hab ich doch nur einmal gemacht, reicht mir schon. Ja, verpisst euch mal, mein Land wird immer kleiner, haut ab jetzt. Dann macht Siedler und Siedel irgendwo. Es gibt noch genug freie Flächen. Ey, verpisst euch, ich bin mit meinem Land so zufrieden, ihr müsst das ja nicht noch klein minimieren. Ihr könnt euch noch einfach verpieseln aus meinem Land, weil das mein Land ist. Meins, nie. Ich bin ja nicht in deinem Land. Es ist das Land der Ureinwohner Amerikas. Nur weil die Weißen hingegangen haben und da Land für sich beansprucht haben, weiß es nicht, dass es dir gehört. Du willst jetzt wirklich das Thema aus der Englischstunde wieder aufgreifen? Dennis? Du hast so ähnlich kapiert, was sie gemeint hat. Ach so, da meinst du, hab ich. Hä, bin ich noch im Krieg? Oh, ich bin noch im Krieg. Du bist behindert. Ich bin nicht behindert. Ich bin. Kann ich Dampfmaschinen machen? Ach, wie geil ist das denn? Warum bin ich mit dem noch im Krieg? Das finde ich jetzt aber nicht so. Ich hab keine Ahnung. Das war noch wie ein Verteidigungsbündnis. Bin ich voll uncool jetzt. So, bei mir dauert es gerade gefühlte 5 Stunden, bis er endlich lädt. So. Runde vorbei. Stand bei mir, ihr führt einen Krieg gegen einen menschlichen Spieler. Eure Runden und die aller anderen im Krieg befindlichen Zivilisationen werden der Reihe nach gespielt. Soll ich das annehmen? Nochmal mache ich das Angebot nicht. Oh Gott. Junge. Ja, da möchte ich. Was? Überall erstmal Bauernhöfe errichten lassen. Ich warten. Also ich warte. Relax. Ich kann nicht mal. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Diese Zivilisation hat noch nicht auf ihren diplomatischen Antrag geantwortet. Ja, das ist aber. Ich habe die noch nicht bekommen. Bei mir scheint es irgendwie zu laggen. Oder zu laden. Oder beides gleichzeitig. Lade, ich mach nochmal Runde fertig. Warte. Ja, nee, nichts warte. Ja, nee, ist klar. Ladi! Reicht das? 2? Ja. Ja, das reicht mehr als genug.
Ich habe eine Artillerie und die hat ihm ein Viertel abgezogen. Ein Fünftel. Okay, sagen wir ein Fünftel. Könnt ihr mal aufhören, mit Militär zu handeln und das über mein Land hinweg, das geht gar nicht. Ey, ist nicht. Wir machen das Übersee. Ich muss Laser angreifen, aber super. Laser? Wo liegt ein Laser? Genau. Ach, da ist mit mir befreundet. Oh. Ist mein Verbündeter. Oh. Ja, dann jetzt macht die Runde endlich fertig. Gleich. Alte Socke. Ja, nix. Jetzt mach rein. Genau so lange warten wir bei dir. Oh, ich hab einen Vorschlag bekommen. Oh, wer hat das wohl erwartet? Warte, wie viele Runden sind vorbei? Oh, scheiße. Mir fällt gerade auf, ich muss das noch schneiden und ich muss Banish noch aufnehmen, weil sonst kommt nämlich morgen kein Civilization 5 und auch keine Folge Banished. Schützen dort noch 5 Runden, wie geil ist das denn? Schmeckt auf die Nudel. Oh, ja. Habt ihr das her? Von GIP. Auf jeden Fall, ich hab's von da. Von wo er es hat. Ich hab jetzt die Level drin das erstmal. So, ich will jetzt auch noch eine Runde jetzt noch und dann bin ich weg. Oh. Ja, geht nicht anders, ich muss auch noch was anderes aufnehmen. Jetzt habe ich vergessen, auf den Vorschlag einzugehen, verdammt. Sag mal, weil ihr seid ihr behindert? Ja, meine Mutter sagt, ich bin speziell. Dennis, hau ab da. Dennis, hau ab. Ich sag's dir nochmal, hau ab da. Ja, ich kann grad nichts machen. Mhm. Nimm deine Guck in meine Aufnahme, ich kann nichts. Warte, wo sind meine Landen? Mach ich gleich, vielleicht. In den Landen. Nee, nicht vielleicht. Alter, wir sind schon da oben. Ah. Oh, ich hab Faschismus, geil. Jetzt habe ich 32 Aluminium. Alter, ey. Welcher Vorschlag ist das? Ah, nee, das ist nicht gut genug. Das ist nicht gut genug. Warte, Mann, auf Spieler. Ja. Geiles Marius. Ich hab auch ein großes Land. Ein großes Land. Oh, Dennis, verpiss dich mit deinen Streitkräften da! Mann! Geht das? Warte, ich guck das gleich mal, ob das geht. Ich hab nämlich was ganz Böses vor. Das wäre echt witzig. Den Siedler wollte ich dahin schicken. Und da macht er nur fast 8 Runden. Oh Leute, macht hinne jetzt. Was steht da? Achso, okay. Ist ja nicht so, als wäre ich schon im Krieg. Guck mal, San Francisco. Ach, kannst du ja gar nicht sehen. Oder kannst du es sehen, Flotty? Was denn? In San Francisco. San Francisco? Ja. Lass San Francisco in Ruhe, Mann! Kann San Francisco leider nicht. Ja, schade. Dennis, jetzt lass San Francisco in Ruhe. Das sieht so aus, als wäre meine Schützeneinheit in San Francisco stationiert. Das noch ist mir nicht. Scheißegal, lass meine Stadt in Ruhe. Jetzt wird spannend. Nee, nichts wird spannend. Oh Leute, macht doch mal hin hier. Ich bin fertig mit meiner Runde. Ja. Bei mir steht, du bist noch nicht fertig. Oh, Angebot wurde zurückgezogen. Ja, das heißt wohl alles. Was heißt alles? So. Oh, das lädt wieder. Hier, ich kann Infanterie bauen, geil! Die Facepalm-Animation, 3, 2, 1, jetzt! Und jetzt kann ich noch die Elektrizität kann ich auch noch bauen, geil! Geil!
So, ich hab. Können wir beiden jetzt mal beenden? Eine Sekunde bitte. Bitte.